Hallo Wander- und Traumschleifen-Fans und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, ich befinde mich heute in Weißkirchen und möchte mit euch die Traumschleife Hochwaldfahrt gehen. Die startet hier am Freizeitbad, das ist eigentlich, oder Freibad Weißkirchen. Gleichzeitig startet hier auch noch die, der Wilderness Trail Weißkirchen. Allerdings ist der im Moment gesperrt wegen Baumfällarbeiten und deswegen gehen wir heute den Hochwaldfahrt. Und wenn ihr Lust auf eine schöne Winterwanderung habt, dann kommt mit. Ja, wie schon gesagt, wir befinden uns heute in Weißkirchen auf dem Hochwaldpfad. Der ist 12 Kilometer lang und hat ca. 68 Erlebnispunkte. Ja, und wie ihr seht, ist hier alles schön weiß. Gestern hat es dann das erste Mal richtig für dieses Jahr geschneit hier in der Region. Muss dazu sagen, ich glaube morgen oder übermorgen ist meteorologisch Frühlingsanfang. Hat da nicht ganz gepasst, ja. Und ich dachte mir, gestern musste ich leider arbeiten. Fängt jetzt mal noch den Schnee ein bisschen ein. Wie ihr so seht, alles schön weiß noch rundherum, aber die Sonne kommt raus, Tauwetter setzt ein. Und ich bin mal gespannt, wie viel wir noch von der Pracht haben und ob wir uns gleich durch den Matsch kämpfen müssen. Ja, bis hierhin gehen die Traumschleifen Wilderness Trail und der Hochwaldpfad zusammen und hier trennen sich der Weg. Der Wilderness Trail geht da hoch. Der ist im Moment gesperrt und wir folgen dann weiter dem Hochwaldpfad.
Einmal hier zum Veranschaulichen. Die Sonne ist herausgekommen. Man sieht es immer nur so ein bisschen hier durchblitzen. Ja, im Moment eben noch wirklich durch, ja, knöchelhoch Schnee. Und jetzt bin ich hier an der Stelle. Hier ist der Weg. Es ähnelt mir einem Bachlauf mittlerweile hier. Das Wasser plätschert hier so schön runter. Also richtig Tauwetter, wie schnell sich so ein Weg dann verändern kann, sobald die Sonne ein bisschen rauskommt. Ja, mir ist was passiert hier vorne hinter mir an der Kreuzung. Bin ich eben wirklich nur 10 Meter falsch gelaufen und war wieder auf dem richtigen Pfad. Bin jetzt die ganze Schleife gelaufen, aber mich hat auf einmal gewundert, dass ich von Kilometer 4, einmal Kilometer 8, dann dachte ich, soll ich vertan haben. Bin dann komplett zurückgelaufen, komme etwa an Kilometer 5. Oh, komm wieder hier in die Nähe von dem Häuschen und denke einmal, hier im Schnee. Das sind noch deine Fußspuren. Hier siehst du sogar, wo die Kamera gestanden hat. Hier stimmt doch was, ne? Dann bin ich den Weg noch ein Stück zurück. Da war wirklich eine kleine Abzweigung. Das war eine Sache von 10, vielleicht 20 Metern. Und jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Ich bin praktisch einmal mittendrin, komplett in die andere Richtung gelaufen, bis zu so einer Kreuzung. Laufen wir trotzdem den ganzen Weg. Halt mal ein bisschen in der Acht. So, wir sind am Ende der Tour. Ich bin zurück bei Theo und ja, ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. War mal eine Winterwanderung. Ich hatte schon Angst, dass wir diesen Winter überhaupt keinen Schnee bekommen, aber so haben wir ja doch noch eine einfangen können. Ich hoffe, die Traumschleife hat euch gefallen. Lasst einfach mal ein paar Kommentare da. Trotzdem kleinen Patzer, wollte ich, dass ich mittendrin die Strecke einmal gekreuzt habe von Kilometer 4 zu Kilometer 8 und nachher wieder von Kilometer 5 zurück an Kilometer 9 und dann wieder den eigentlichen Weg gefunden habe. Kann halt mal passieren, gerade wenn so viel Schnee liegt. Ich hoffe, die Tour hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir ein paar Kommentare da. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Adventure Trails.